But their bomb. Their bomb. But bomb. Their bomb. Their bomb. Not that. Erna! Erna! Was? Der Baum! Ja, genau. Der Baum! Ja, das ist aber feine Birkenschosch, aber ich muss bald kochen. Der Baum nadelt! System! Was? Nadelt! Oh, das gibt es doch nicht! Doch, doch! Der Baum nadelt! Baum nadelt! Tatsächlich? Du hast recht, George. Ich werd verrückt. Der Baum nadelt. Ich werd verrückt. Oh. Und Kinder, Kinder, hört auf, wenn ihr spinnt, Reiter. Komm in meine Herren, den Baum nadelt. Da. Na sowas, Papa, weiter schon. Der Baum, der Baum nadelt. Der Baum. Der Baum nadelt! Ich werd verrückt! Ich werd verrückt! Der Baum nadelt? Josh? Josh, was mache ich jetzt? Was mache ich? Soll ich Schmidt rufen? Schmidt, ja. Er ist doch ein praktischer Mensch. Praktischer Mensch, ja. Herr Schmidt, Herr Schmidt! Das macht Santa. Nee. Papa sagt, Santa ist ein Erzeugnis des Kapitalismus, weil er in den 30er Jahren erfunden wurde, als Ärmsliga versucht, die Gestalt von Nikolaus zu kommerzialisieren. Existiert Santa nicht? Marco, was sagst du denn da? Da? Was machst du denn da? Wir haben mit Mama die ganze Zeit, also diese verfluchte Begriffe von Santa und der mit den verfluchten Hirsche, mit den verfluchten roten Nasen bestellt. Und du? Was für ein Spenst, Alba? Was sagst du denn da, dass du diesen Baum tust? Werd ihr halt so? Total irre! Ich hab schon 100 Likes! Likes, Likes! Der Baum nadelt! Wo ist der Schmidt? Na so? Was ich Ihnen doch sag, der nadelt! Ja, doch, doch, nochmal! Ja. Na sowas. Hm? Wahnsinn, nicht wahr? Wahnsinn. 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 Sie haben Santa umgebracht. Echt, echt Wahnsinn, Wahnsinn. Na, geht's. Sie haben Santa umgebracht. Echt was? Echt was? Ja. Oh, rufen Sie mal den Notdienst an. Und Botanisches Institut. Ja, ja. Botanisches Institut. Bitte Leute, rufen Sie Botanisches Institut. Botanisches Institut? Ja. Ja, einen Moment. Baum nadelt! Der Baum nadelt! Ich bin verrückt! Der Baum nadelt! 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 Rein! Ja? Wer sind Sie da? Ich bin Abu Nasir. Ich bin Scheich aus dem Jemen. Ich bin in ihre 50-jährige Tochter verliebt und habe sie zu heiraten, um sie in mein Heimatland als 10. Nebeneweib mitzubringen. Moment mal, was? Angenehm, 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 na?
Der Baum nadelt. Oh, der Baum nadelt. Guck dir. Der Baum nadelt. Tatsächlich, der Baum nadelt. Was ich auch gesagt habe, ja. Ja. Also Kerl, warum bist du? Professor Dunnen von Botanischem Institut. Hier soll ein Baum nadeln. Bin ich der richtige Mann? Er wollte, dass das Botanische Institut angerufen wird. Ich habe das gemacht. Oh, wow. Tut es weh? Hier soll ein Baum nadeln. Bin ich der richtige Mann? Oh! Ja, nadeln. Ich bin eine Monster, jetzt! Das ist phänomenal, das ist ja immer noch Nadel. Meine Hand! Meine Hand wird tatsächlich kein Weihnachtswunder. Ja, herein! Meine Hand! Rein! Hallo, ich bin Frau Winter vom Tagesblatt. Oh. Ich habe gehört, bei Ihnen soll der Baum nadeln. Ja, das ist ganz so Baum. YouTube gesehen. Ja, ist gerade der Baum, der nadelt. Darf ich ein paar Fotos? Ja. Komm, hin noch mal hin. Ja, Kinder. Liebe Leute, komm her. Nein. Ich bin fast Familie. Nein. Ah, geh. Komm her, mein schönes Foto. Baum. Ein schlechtes Tier. Soll ich Fernsehen rufen? Herna Madame, du hast lauter gute Idee. Mach das, ja. Mach das, Kinder. Fernsehen, das ist ja super, ja. Nein, dieser Baum, dessen erstaunliche Fähigkeit zu nadeln uns ja aus der wissenschaftlichen Natur durchaus bekannt ist. Was soll ich sagen? Erna, lass es, Erna. Was? Ja, ist auch gehört. Er ist auch gehört zu nadeln. Was? Auf einmal. Nein! Der nadelt nicht mehr. Mein Schatz, wir wollen ihn. Wir brauchen ihn. Wir müssen ihn haben, den Schatz. Sie haben den Schatz gestohlen. Garstige kleine Hobbit. Böse, tückisch, falsch. Das ist richtig, meine Damen und Herren. Der Baum nadelt nicht mehr. Das Naturschauspiel ist vorüber. Aber... Oh. Hurra! Da gehen wir. Der Baum... Gehen Sie, bitte. Wir gehen. Es nadelt nicht mehr. Erna, Madame. Na, guck mal, das ist so friedlich hier da steht. Da stell dir mal vor, der hat er früher mal vor kurzem genadelt. Und jetzt so friedlich da steht und nadelt mit mir.